Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Battle Boys. PBB! PBB indeed. Heute fangen wir einen neuen Satz in die. Heute fangen wir einen neuen Satz an, und zwar mit den Regeln, dass wir uns quasi die Kategorien der Pokémon beschreiben. Ja, die das offiziell heißt, im Pokédex stehen. Genau, die stehen offiziell im Pokédex, wir nennen sie. Und der andere hat dann jeweils wieder drei Pokémon zur Auswahl, von denen er sich eins aussuchen darf. Und so erstellen wir das Team. Das ist teilweise sehr, sehr weirde Kategorien. Die sind alle offiziell, wir haben uns die nicht ausgedacht. Aber ihr werdet merken, warum wir teilweise verwundert sind. Teilweise sind sie aber auch sehr eindeutig. Willst du anfangen? Jo, dann hast du nämlich einmal die Auswahl aus einem Dickmaus-Pokémon. Dickmaus. Eine Dickmaus-Pokémon. Ein Wolfs-Pokémon. Oder ein Schuppentier-Pokémon. Dann nehme ich das Wolfs-Pokémon. Damit hast du einen Wolfrock. Ja, okay, habe ich mir schon gedacht. Ja, gibt eine Menge. Gibt es ja andere Wölfe? Ja, andere Wölfe wie jetzt Zoroa und so. Aber das ist eigentlich nur ein Grund, das noch mehr zu nehmen. Dickmaus-Pokémon wäre ein Bidiza gewesen, von dem ich eigentlich immer dachte, es wäre ein Biber. Aber gut, es ist ein Dickmaus. Und das Schuppentier-Pokémon wäre Medirass gewesen. Oh, ja. Das wäre auch gut gewesen. Aber Wolverock ist schon, da kann man, glaube ich, gut leben. Das ist, hab ich noch nie gespielt. Lünzolide. So, deine drei Pokémon zur Auswahl sind einmal das Gaumfolter-Pokémon, einmal das Nimmersatt-Pokémon und einmal das Duft-Pokémon. Ich glaube, ich kenne das Gaumfolter-Pokémon. Kennst du das Gaumfolter-Pokémon? Ich glaube, ich kenne das Gaumfolter-Pokémon. Also es gibt mehrere Gaumenfolter-Pokémon, aber da glaube ich jetzt mal nicht dran. Nämlich, glaube ich, das Schlinking. Es ist Schlinking, ja. Ja, Mann, Schlinking. Ich habe die anderen beiden schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Nimmersatt und Duft. Nimmersatt sind aber auch. Mafaxo und Parfinesse. Parfinesse war der hässliche Flamingo, oder? Ja. Oh Gott, oh Gott. Dann würde ich mal sagen, geht's jetzt zu deiner Überbestie? Ja, danke schön. Warte du mal ab, du kriegst. Ich weiß gerade nicht, ob du in der Runde noch gute bekommst, aber du kriegst auf jeden Fall. Im Laufe dieses Satzes wirst du noch einige Pokémon haben, die sehr gut sind. Du hast jetzt immer die Auswahl zwischen einem Umarmungs-Pokémon, einem Kleinbären-Pokémon oder einem Geheimagenten-Pokémon. Ja, ein Geheimagenten-Pokémon. Ja, dann nehme ich das Geheimagenten-Pokémon, weil ich einfach 1:1 weiß, was es ist. Was ist es denn? Inteleon. Es ist Inteleon. Umarmung ist wahrscheinlich dieses Kototsu, also dieser komische Beware. Nee, Umarmung ist mega weird. Gardevoir. Was? Ich hab keine Ahnung, was er mit Umarmung zu tun hat. Aber es ist ein Umarmungs-Pokémon. What the fuck, und okay. Und das Kleinbären-Pokémon ist Teddiursa. Das passt. Ja. Aber Umarmungs-Pokémon dachte ich, oh, what the fuck. Aber gut, so deine Auswahl ist einmal das Kraftprotz-Pokémon, einmal das Quälstern-Pokémon. Auch das kenne ich wieder. Und einmal das Tundra-Pokémon. Das was? Das Tundra? Das Tundra. Das Tundra. Ich kenne das Quälstern oder Tundra. Ich kenne das Quälstern-Pokémon. Wirklich? Ja. Weil ich es hier auch noch stehen habe. Aber ich weiß aber auch, dass das Pokémon sehr gut ist. Ich nehme das Quillstern. Ich nehme das Akrostella. Ja. Hast ein Akrostella und verpasst hast du Kraftprotz Maschok und Tundra Amagaga. Ah, ja. Aber Akrostella ist ein guter Staller. Den habe ich nicht damals kompetitiv gespielt. Dann hast du jetzt die Auswahl aus einem Spitzpanzer-Pokémon, einem Imitations-Pokémon oder einem Blumensichel-Pokémon. Spitzpanzer, Imitation oder Blumensichel? Yes. Fuck. Interessante Auswahl auf jeden Fall. Blumensichel? Ah, okay. Ich nehme den Spitzpanzer, bitte. Gute Wahl ist ein Brigaron. Oh, nice! Zwei Starter. Stimmt. Imitations-Pokémon wäre Mogelbaum gewesen. Ja. Und das Blumensichel-Pokémon wäre eins meiner Lieblings-Pokémon, Mantidea. Es ist dieses das ist die Pflanzen Ameise. Orchideen diese. Es ist diese Pflanzen-Gottesanbeterin, die aber sehr, sehr okay, schlecht ist. Ja, okay, hab ich mir gedacht. Ich finde die unglaublich cute, aber sie ist sehr schlecht. Das ist Mantidea, ich weiß gar nicht. So. Wallen-Pokémon, Urgestein-Pokémon, Knospen-Pokémon. Wow. Qualle, Qualle oder Urgestein? Urgestein, Knospen. Ja, Knospen ist wahrscheinlich Knospi. Das ist mir ganz sicher. Qualle oder Urgestein? Qualle könnte halt wieder literally everything sein. Aber es gibt eigentlich gibt's eine schlechte Qualle. Ich überlege gerade, ob es eine schlechte Qualle gibt. Gar klar, also Tentacher wäre jetzt halt nicht so geil.
Urgestein. Könnte auch gefühlt jedes Fossil könnte Urgestein-Pokémon sein. Es ist nämlich Qualle. In der Hoffnung, es ist eine gute Qualle. Es ist eine gute Qualle, und zwar Tentoxa. Ja, Mann. Aber mit Tentoxa kann ich gut leben. Und Urgestein wäre ein Geowatz gewesen? Ja, im Speziellen ein Alola-Geowatz? Und Knospen ist halt Knospi. Knospi. Geowatz ist Urgestein, hätte ich nicht gedacht. Dann hast du die Wahl zwischen einem Quellstern-Pokémon, it could literally be everything, Flusspferd-Pokémon und einem Giftdorn-Pokémon. Oh nein, Alter, Bernie. Ich weiß, was alle sind. Ja, komm, es gibt sicher mehrere Flusspferd-Pokémon. Ich nehme den Quellstern, bitte. Ja, das ist ein Agrostella. Surprise, surprise. Oh, das wird ein Mirror-Match. Das wird echt ein Mirror-Match, krass. Alter, als ob wir jetzt schon wieder so viele Überschneidungen hier haben. Das kann doch gar nicht sein. Flusspferd wäre Hippopotas gewesen und Giftdorn wäre Nidorina gewesen. Ah, okay. Ich habe jetzt an was völlig anderes gedacht. Ja, das kann's gehen. Nidorin. So. Deine Auswahl startet mit Musiknoten. Danach ist Stille. Und dann fühlst du dich müßig. Musiknoten, Stille, Musik. Musiknoten könnte ich mir vorstellen, dass sie so blöd sind oder das ist Plaudergeil. Oder so. Ja, keiner. Oder Palimpalim oder so. Ne, was heißt doch kein Musiknoten? Ja, weil Plaudergeil eine Musiknote auf dem Kopf hat. Stille? Ah, okay. Was ist denn Stille? Stille. Wer ist denn leise? Was war das letzte nochmal? Müßig. Müßig? Ja. Wer will denn sowas haben? Still. Ich nehme das stille Pokémon. Damit hast du ein Zilimbrim. Was ist denn ein Zilimbrim? Ein Hatterina. Das neue Psycho-Pokémon. Die Hexe. Das Buchstabe jetzt mal bitte. S-I-L-E-M. Also Zilim. Und dann Brim. Ach, das, ja, und verpasst hast du halt wirklich ein Plaudergeil. Das ist wirklich behindert. Das ist wirklich ein Musiknoten-Pokémon. Und Müßig wäre ein Lethargien gewesen. Da habe ich mir fast sogar schon gedacht, aber das ist mit der... Wo hat das eine Hidden Ability? Ich weiß nicht. Slimbrim ist mit Sicherheit auch nicht schlecht. Kann ich mit leben. Du hast die Auswahl aus einem Sonnen-Pokémon, einem Wiesen-Pokémon oder einem Großbrand-Pokémon. Wow. Ja, ich nehme Großbrand, danke. Das ist ein Logok. Übelste Starter-Team. Aber du hast tatsächlich ein Legendary verpasst. Oh nein, den Viridium. Nee. Sonnen-Pokémon ist der größte Zonk von allem, Alter. Das Wiesen-Pokémon ist Viridium. Oh, okay. Das Sonnen-Pokémon ist nicht etwa, wie man sich vor. Nee, hätte man sich auch denken können, ist ein Sonnenflora, ist doch ganz klar. Was so? Ja, natürlich. Ich verstehe gar nicht, woher die Verwirrung liegt. Sonnen-Pokémon, Alter. Ich dachte auch direkt Sonnenflora oder so. Aber, also drei Starter und mein Team generell ist gar nicht schlecht. Ja, du hast bisher sehr gute Pokémon. Mhm. Aber meine mag ich auch. Also es könnte ein gutes Battle werden. So. Wenn ich jetzt nicht choke. Jetzt haben wir eine schöne Zusammenstellung aus Triumph, Goldfisch und Raketenstart. Goldfisch, Alter. Raketenstart? What the fuck? Das Triumph-Pokémon, das Goldfisch-Pokémon. Oder das Raketenstart-Pokémon. Raketenstart? Raketenstart! Ist Raketenstart vielleicht dieser neue Drache, wo das ja immer aus den Dingern so rausschießt, so schnell? Der Kampfjet? Ja. Weiß ich nicht. So, das ist zumindest so eine Art Kampfjet da. Aber Triumph klingt eigentlich zu gut. Aber Raketen... Ach, Warum denkst du nicht mal ans Goldfisch-Pokémon? Ich weiß, Goldfisch-Pokémon, Alter. Ich weiß ganz genau, was das ist. Triumph oder Raketen? Raketenstart klingt so weird, ich nehm Raketenstart. Und da hast du deine zweite Überbeste. Bestie, welches denn? Kagoron. Kagoron ist gut. Kagoron kenn ich so. Du verpasst hast du halt Golking. Ja. Und ein Victini. Und Victini steht für Triumph. Ja, aber Kagoron ist irgendwie sehr gut. Ja. Also kann ich noch sagen. So, dein letztes Pokémon. Ja. Blumenstrauß-Pokémon. Pilz-Pokémon. Oh. Donnerkeil-Pokémon. Der Donnerkeil. Einfach für die Coverage nehme ich das Donnerkeil-Pokémon. Ein Zebritz. Oh, süß.
Ja, ist auch gut. Das sieht aus, dass die ist nicht so schlecht. Hast du zumindest komplett alle deine Pokémon sind Endentwicklung. Ja, ist nice. Pilz-Pokémon wäre Parasect gewesen. Mhm. Und Blumenstrauß-Pokémon wäre Roserade. Na, okay. Habe ich mir schon halb gedacht. So, und deine letzte Auswahl. Da hast du einmal die Stichflamme. Einmal das Zartheits-Pokémon. Und Knochenfan. Knochenfan? Knochenfan. Knochenfan. Das Stichflamme-Pokémon, Knochen, das Zartheits-Pokémon oder das Knochenfan-Pokémon? Ist denn Knochenfan? Ist das Knogger oder was? Weiß ich nicht. Stichflamme. Stichflamme klingt halt cool, aber ich habe auch Angst, dass es vielleicht Panflamme oder so ist. Sowas Lasches. Weil eigentlich klingt Stichflamme nach Ui. Ui. Ui, da kocht jemand. Da brennt's. Da steigt Rauch auf. Zartheits war das zweite, ne? Das zweite war Zartheits. Knochenfan. Ach ja, Knochenfan. Knochenfan. Natürlich, Dick. Ich nehme. Habe ich schon. Ich habe noch keinen Feuer-Pokémon, oder? Das Carburon. Was ist Carburon nochmal für ein Typ? Stahl? Komm, ich nehme Stichflamme. Damit hast du ein Fiaro. Oh! Not bad. Das ist sehr gut. Und damit hast du einen Milotic liegen lassen, das Zartheits-Pokémon und ein Knogger, im speziellen Alola. Knochenfan. Aber es ist nicht gelogen. Ist ein Knochenfan. Kann man nichts gegen sagen. Ja gut, krass. Damit haben wir richtig gute Teams. Damit ja, steht natürlich einmal auf Rios Seite ein Wolverock, ein Inteleon, ein Brigaron, ein Akrostella, ein Logok und ein Zebritz. Also drei Starter und Gefolgschaft. Gute Gefolgschaft. Und bei mir, das Überbisschen-Team, steht Schlinking, Akrostella, Tentoxa, Silembrim, Kaguron und Fiaro. Und den Kampf, den seht ihr jetzt. Und damit zurück zum Kampf. Ey. Ich habe mir diesmal sogar Gedanken gemacht, wen ich als erstes rausschicken will. Ich glaube, wir haben die Idee. Ja gut. Dann fangen wir mal an. Ich habe einen Naming-Sieben. Der Tank. Oh nein. Azula. Ja gut, ich glaube, wir machen das Gleiche. Ne? Was hast du gerade schon gesagt? Wir haben noch nicht. Hier passiert nichts Gleiches. Was nun? Was machen wir jetzt? Ja, das ist eine interessante Frage. So. Ich hab halt nicht... Fuck. Wer will zuerst austauschen, ne? Da ist er rein. Ist einfach verschwunden? Der missratene Sohn. Sind die verschwunden? Nee, die Toxic Spikes sind nicht verschwunden, ne? Doch, steht hier. The Poison Spikes disappeared from the ground around the opposing team. Ja, Mann, Junge, der missratene Sohn hat's gemacht. Ich weiß auch nicht wieso. Was soll das denn? Aber finde ich jetzt erstmal gut. Das Ding ist, ich hab jetzt wieder auch. Wow. Was machen wir hier? Was machen wir denn hier? Das Ding ist, ich habe doch wirklich nichts so wirklich was gegen dich irgendwie, gegen die Scheiße. Giftwasser, so eine Kack-Kombo. Oh lol. Der geht auch raus. Ja, geht auch raus. Er ist halt beschissen, dass bei mir die da im ihm sind. Ich habe kein Gift, um die zum Sauten. Der König. Der König! Oh Gott, wie der einfach gefickt wird. Ja, deine sind jetzt auch weg. Will man, vielleicht will man ein Gift-Team rein? Ah, bestimmt, ja. Rein, Du willst es meinen. Rein, Dingens. Ja, was soll ich denn jetzt... Voll eklig aus in Weiß. Ach, das ist doch blöd. Das ist auch dauernd mein Bild schon wieder verschoben. Warum bist du nicht vergiftet? Warum soll ich vergiftet sein? Ja, weil du Erdbeeren eigentlich hast, das ist so physisch, oder nicht? Ja, aber ich hab dich doch nicht getroffen. Du hast dich doch protected.
You did protect yourself, my friend. Ah, fuck you. Ach, das ist jetzt ganz behindert. Ach, das ist ja jetzt scheiße. Ey, das ist so ein Kackding, das Pokémon. Das finde ich gar nicht cool. Was soll ich denn gegen dich machen, bitte? Den Unterschied muss, da muss ich noch lernen zwischen Contacted und Physical Move. Bei Erdbeben stellt anscheinend keinen Kontakt her. Macht halt auch nur Sinn, aber trotzdem. Ach, jetzt fängt er wieder mit der Scheiße. Als ob das nicht reicht! Laber doch nicht! Das reicht heute schon wieder nicht, oder? Doch. Ah, schade. Das ist ein Beast Boost. Nein, den wollen wir aber nicht behalten. Doch, doch, lass den mich mal bitte behalten. Sei mal so nett. Das ist das erste Pokémon, was erst gestorben ist, ey. Wir kämpfen schon ein Weilchen. Ist ein cooler Kampf. Ja, ist schon spannend. Der König ist jetzt natürlich hart am Stiel. Ist aber gewagt von dir. Ist gewagt? Nicht, dass du so schnell bist. Ich nix wissen, dass du so schnell bist. Hey, der ist super schnell. Das ist halt der Wolf Rock. Ah, ja, Rock. Aber du bist blind, aber egal. Das Rad ist so eine Energie, wie weg damit. Den will ich hier nicht sehen. So einfach ist es. Wie böse er auch aussieht. Ich finde den Bissraten so ein super Name. Resisted. Ich brauche eine Resisted. Ui. Oh, das ist so beschissen, Mann. Mann. Das ist, doch Schmorn. Ist das... Ja, Toff muss jetzt sterben. Tja. Die ganze Fan im Leben nicht ausgedrückt. Ach komm! Ein bisschen ärgern. Kannst du aber nicht ein zweites Mal machen. Ein bisschen ärgern musst du raus. Meinst du, ich kann das nicht? Ja. Wollen wir es ausprobieren? Bin mir ziemlich sicher. Ich will es nicht ausprobieren. Als ob da. Fuck, ich hab gehofft, der was. Boah, ich. Ja, aber ich stell mir so ein Gift. Oh, doch nicht, nice. Ich kann auch einen Hit rausholen. Ja, das ist doch behindert. Luftkämpferin. Ja. Du schickst einen Flug-Pokémon. Und du bist schneller. Ich schick halt einfach das schnellste Pokémon auf der Welt raus. Das war der Sinn dahinter. Ja, was mache ich denn jetzt? Den Vogel schneller als. Hä? Achso, du hast U-Turn gemacht. Bazooka. Der Ritter. Passender Name. Tja. Gut. Du hast noch einen leichten Vorteil. Wieso hab ich einen leichten Vorteil? Ja, weil du 4 Pokémon hast und darunter noch ein Arcostella ist. Dachte, du meinst jetzt bei dem Gegenüber-Battle, weil da haben wir beide eigentlich. Nee. Gib uns nicht so viel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, den werde ich jetzt nicht one-hitten. Ich hoffe es. Buh! What the fuck? Es ist halt Stab und Acrobatics ohne Item ist 110 Stärke. Katara anders in Erinnerung. Aber auch dafür habe ich mir was überlegt. Oh, was? Thank fucking Gott, Alter. Was? Hui, 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 hui. Socker. Jetzt nette Socker, I know. Ich dürfte doch schneller. Cool. Ja, fuck, du bist schneller. Das Ding ist, ich hab dich noch gar nicht gesehen, das ist ja wichtig. Hm, du bist Graskampf. Ja, ich muss es jetzt einfach probieren. Pflanzekampf. Vielleicht überlebe ich. Vielleicht one-hittest du mich. Und du one-hittest mit einem Critical Hit, Alter! Geh hier aus dem Weg! Königin, Junge! Schachmatt!
Schachmatt einfach. Ja, Mann. Boah, das war aber eigentlich ein gutes Battle. Das hat auch seine Zeit gedauert, aber ich habe einfach mit den Überbestien hatte ich echt einfach das bessere, den besseren Picks. Die besseren Picks. Also Picks ist gut. Bessere Luck. Damit steht's wieder 7-6. Immer noch für dich. Mhm. Aber der erste Punkt dieses Satzes geht an den Grandmaster. Der Grandmaster der Pokémon-Kategorien. Aktuell bin ich ja wohl, kommt mir keiner bei Pokémon-Kategorien das Wasser reichen. Und ihr werdet auch in der nächsten Folge sehen, wie ich den Satz klar mache und wieder gleich ziehe. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.